Liebesbeziehungen sind für dich lebenswichtig, wichtig, relativ wichtig, nebensächlich, unbedeutend? Ich glaube schon, lebenswichtig. Wichtig, ja. Ziemlich wichtig. Ich habe zwar keine, gerade so richtig, irgendwie, aber ja, wichtig. Ja, eher nicht, Spaß, nein. Lebenswichtig, auf jeden Fall. Also, aber komm, den Witz musste ich doch jetzt bringen, oder? Sagt er jetzt vor der Kamera. Lebenswichtig ist so super entscheidend. Also ich glaube, sie sind schon sehr wichtig, aber ich glaube, ich könnte überleben ohne. Ich glaube, ich könnte nicht überleben ohne. Jeder, der komplett alleine ist, ist nicht glücklich. Ist halt einfach so. Es ist wichtig, aber es ist jetzt nicht lebenswichtig. Man kann auch ohne jemanden. Für mich lebenswichtig. Ja, lebenswichtig. Liebe ist wichtig. Absolut. Es darf nicht irgendeine sein. Also das mit uns beiden, das ist mir schon lebenswichtig. Natürlich ist es irgendwie schön und zu wissen, da ist jemand und irgendwie, aber ich finde, es gibt halt auch echt viele Sachen, die nicht schön sind. Also man kann auch als Single weiter existieren. Genau. Und stirbt dann nicht daran. Aber man stirbt vielleicht unglücklich. Von daher wichtig. Sind lebenswichtig, ja. Auf jeden Fall lebenswichtig. Auf jeden Fall. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man auf Dauer glücklich ist, ohne eine Beziehung zu führen. Das würde mir auf jeden Fall was fehlen, wenn ich es nicht hätte. Treue in einer Beziehung ist für mich out, das ist es für unsere Eltern und nicht für uns. Unverzichtbar, ohne Treue kann man keine Beziehung führen. Verhandelbar, kommt auf die Beziehung an, so eine Sache. Man sollte sich diskret verhalten. Ahoi. Ja, ich würde sagen, Treue ist unverzichtbar. Ja, unverzichtbar, würde ich behaupten. Was überlegst du das? Nein, ich weiß nicht. Also früher hätte ich gesagt, unverzichtbar. Treue ist das A und O, also ist sehr wichtig. An das Märchen glaube ich nicht mehr. Doch, also es ist unverzichtbar. Okay, besser ist es. Ist, nee. Viele denken heutzutage wahrscheinlich, es ist out. Aber ich finde schon, das ist Treue, dass das unbedingt sein muss. Für mich ist es ganz, ganz wichtig. Ja, für mich aber auch. Ein bisschen zum Verhandeln wird es auch sein. Für mich ist also ganz oder gar nicht, also unverzichtbar, Treue. Ich glaube, es ist tatsächlich verhandelbar und kommt auf die Beziehung an mit der Treue. Sollte es mal sein, dann könnte ich da auch verhandeln drüber. Eine Beziehung ist einfach nichts anderes, als dass sich zwei oder meinetwegen auch mehrere Menschen zusammentun und für sich definieren, wie sie zusammenleben wollen. In einer ernsten Liebesbeziehung ist es für mich absolut unverzichtbar. Also ich verlange das von meinem Partner und ich glaube, meine Partnerin auch von mir. Sonst ist man ein schlechter Mensch. Ist so, macht man aber nicht. Ist richtig. Es geht gar nicht, also sollte schon treu sein. Wie wird so eine Beziehung führen, wenn du fremdgehen darfst? Dann kannst du ja mit jedem eine Beziehung führen, sozusagen. Man will ja auch irgendwo so einen Rückhalt haben. Ja. Man will nicht das Gefühl haben, man könnte jederzeit da irgendwie verhandelbar betrogen werden und man nimmt das auch noch hin. Furchtbar. Na, ist unverzichtbar. Aber wirklich. Jemand, der in einer Beziehung ist und trotzdem mit anderen flirtet, stört mich. Oder stört mich nicht, aber es stört mich, weil ich dann auch irgendwie denke, wofür hast du denn eine Beziehung? Ist ja nicht mein Problem. Ja, ne? Ja, doch, stört mich. Auch stört mich schon. Stört mich auf jeden Fall. Das macht man nicht. Ich finde das scheiße. Ich finde das nicht nur scheiße, ich finde das kacke. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden und das geht mich auch eigentlich nichts an. Wenn ich jetzt den Freund von einer Freundin sehe, wie er irgendwas macht, was ihr jetzt nicht passen würde, würde es mich stören. Flirten und Flirten, das sind halt so zwei Sachen. Bei vielen ist Flirten schon, wo ich sage, hallo, ich bin nur nett. Man lächelt ja Leute auch mal unbewusst an und so. Das, nicht, dass man sich da zu sehr reinsteigert, so, oh mein Gott, du hast den angelächelt, du hast geflirtet. Also da ist jetzt nichts gegen einzuwenden, wenn das natürlich aggressives Baggern ist. Ja, sorry, also dann eher nicht. Es kommt auf die Absichten an, so ein bisschen Lächeln austauschen, nette Sachen gegeneinander, das ist absolut in Ordnung, finde ich. Ich habe letztens den Satz gehört, wir haben versprochen, treu zu sein, nicht blind. Also finde ich eigentlich sehr sinnvoll, auch zu gucken, wer noch so um einen herum ist. Aber man muss natürlich wissen, an welcher Stelle Schluss ist. Wenn man glücklich in einer Beziehung ist, muss man sowas nicht machen. Ganz richtig, so sehe ich das auch. Könntest du ohne Liebe glücklich sein? Kann kein Mensch. Ja oder nein? Nein. Nein? Also ohne Beziehung vielleicht. Ohne Liebe nein. Nein. Nee, echt nicht. Das klappt nicht. Ohne Liebe ist alles doof. Das ist einfach das Wichtigste im Leben. Für mich auch. Jeder will geliebt werden und gern gehabt werden. Also könnte ich nicht. Wenn ich jetzt nicht die Liebe von meinen Eltern nicht bekommen würde, wäre ich
wäre ich richtig unglücklich. Könntest du ohne Liebe glücklich sein? Ja. Nein. Nicht auf Dauer. Also eine Zeit lang, glaube ich, geht das mal, aber sie jetzt nicht mehr. Danke. Liebe ist die Grundlage meines Daseins mit anderen. In allen Hinsichten. Familie, Beziehung, Freunde. Was bedeutet es für dich, in einer Beziehung zu sein? Glück, die Voraussetzung für Glück? Verpflichtung jeden Tages auf Neue, Spaß, regelmäßig Sex. Oder Schmerz, ein Quell des Leidens. Ein Quell des Leidens. Schön formuliert. Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Naja, also auf alle Fälle Glück, ne? Es ist für mich Glück, es ist für mich Leid. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es Glück. Auf jeden Fall glücklich sein. Ja, klar. Ja, Glück und Spaß. Glück und Spaß, so. Ein Schmerz, ein Quell des Leidens, das wäre es jetzt zu übertrieben. Also dann, das ist es ja auch nicht ausschließlich. Ich glaube, die ersten drei. Also jede Beziehung hat alle fünf Sachen. Wenn die anderen Sachen rausfallen würden, dann wäre es auch keine Beziehung mehr. Also ich finde, die gehören mit dazu. Es ist Glück und Spaß. Es ist Glück und Spaß, ja. Ja, Glück und Spaß. Und regelmäßig Sex. Jeder sollte seine Bedürfnisse gestillt kriegen. Und Verpflichtung? Verpflichtung, es ist ja nicht ausschließlich. Das ist dann immer darauf, wo es für mich hinausläuft. Das ist natürlich Glück, oder? Ja. Aber es ist doch irgendwo Verpflichtung. Und Schmerz, jede Beziehung ist auch schmerzhaft. Es ist einfach manchmal anstrengend, sich auseinanderzusetzen. Man wird verletzt, man muss sich wieder finden, aber man wird jeden Tag eigentlich auch neu hinterfragt. Es ist halt auch ein Schmerz, jemanden wirklich so offen zu lieben und du weißt, er kann dich leicht verletzen. Ja, das finde ich nämlich auch aus allem ein bisschen... Es ist schwer, irgendwie zu sagen. Hattest du schon mal mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig? Ja oder nein? Also ich nicht, nein. Nee. Ernste Liebesbeziehungen nicht. Natürlich habe ich mehrere Typen gleichzeitig irgendwie gedatet oder irgendwas. Aber jetzt keine zwei, die jeweils gedacht hätten, sie wären in einer Beziehung mit mir. Ach, das wäre ja scheiße. Boah. Nein? Nein, hatte ich nicht. Nee, finde ich auch nicht gut. Fremdgehen, ja. Neben der Beziehung. Ja. Ja. Ich habe mir auch gerade überlegt, ob ich sagen soll oder nicht, wenn das dann irgendjemand sieht, aber... War eigentlich nicht so meins. Also es war dann mehr Stress, als wie irgendwie was Schönes. Hat sich halt irgendwie mal überschnitten. Über ein halbes Jahr oder sowas. Da war ich noch jung und dumm. Hattest du schon mal mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig? Ja, nein, nein. Nein. Zwei Freunde gleichzeitig eigentlich schon. Aber das war nicht ernst. Das war für die auch nicht ernst. Das war uns klar. Wir haben uns 3 Wochen lang gesehen. So. Das war für jeden klar. Ernsthafte nicht, aber zu Schulzeiten, wo man dann, willst du mit mir gehen? Das ist auch keine Liebesbeziehung, mein Gott. Es war Liebe. Doch. Ich auch ernsthaft nicht. Dann habe ich 2 Mädchen gleichzeitig einen Brief geschrieben und gehofft, dass eine von beiden ja ankreuzt. Wenigstens einen Jackpot, so weißt du. Ich hatte früher ein bisschen wildes Leben, aber das hatte ich Gott sei Dank nie. Aber zweigleisig bin ich schon mal gefahren. Aber da war ich jung und das war nichts. Gott sei Dank. Ja, und das ist nämlich echt scheiße.